So, Freunde, nachdem wir beim letzten Mal mit dem Batterietester viele Einwegbatterien vor dem zu frühen Recycling retten konnten, haben wir heute wieder was zum Thema, nämlich mal ein bisschen aufräumen, weil das stört mich schon, dass da immer alles in der Gegend rumfährt. Darum habe ich mir hier so mal so eine kleine Batteriestation, heißt es hier, bestellt. Das kann man sogar an die Wand aufhängen, darum ist das hier ein wenig schräg. Ne? Kann man irgendwo in seinem Werkzeugkeller an den Schrank hängen. Mal gucken, ob das was taugt. Ja, die Scharniere dürfte nicht ewig halten. Okay, zwei so Dübel und zwei Schrauben. Wir werden das nicht aufhängen und aber mal schauen, ob wir da einiges einsortiert bekommen, sodass wir hier nicht diese Berge von Batterien hier rumfahren. Ich befürchte nur fast, ich habe zu wenig Platz da drin. Wir schauen mal, was wir hier reinkriegen. Und Standardbatterien. So, dann packen wir die hier auch mal aus. Okay, das ist nicht so das Gefühl, dass es so arg riemelig ist. Sorgen machen wir hier nur diese Kunststoffscharniere, die einfach nur an der Stelle sehr dünnes Kunststoff ist. Ja, wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, aber ein paar Akkus oder so hat man ja dann immer irgendwo im Einsatz. Sollte ich mit dem Vorgerät wieder auf Akkus umsteigen, geht natürlich hier einiges weg. Ja, das wird nicht ganz reichen, aber wenigstens haben wir dann mal die Analoops und die Powerholes hier versorgt. Weil sonst fahren die überall in der Wohnung rum, das kann ich nicht leiden. Und dann sind die mal in irgendwelchen Geräten drin und dann findest du wieder keine, wenn du welche brauchst. Ja, also hier ist, reichen nicht ganz alle, aber wir können ja vielleicht, ich habe ja nicht so viel, Platz für 9 Volt Block ist auch, weil die nehmen wir in diesen Schachteln hier brutal viel weg. 9 Volt Block brauchst du immer im Haushalt. Für was brauchst du 9 Volt Block? Für diese Rauchmelder an der Decke. Weil die gehen grundsätzlich nachts aus. Grundsätzlich. Ich habe noch nie erlebt, in den letzten 20 Jahren, nicht seit ich hier wohne, dass mal ein Rauchmelder am Tag die Batterie leer gegangen wäre und er dann angefangen hätte zu piepsen. Nein, never, ever. Immer nur nachts. Das ist natürlich dann immer geil, wenn es nachts anfängt zu piepsen. Blöd. So, hier haben wir noch Platz für kleine Analoops. Ja, man hätte doch wohl eine größere kaufen sollen, aber egal. Wir kommen damit klar. Hier haben wir ein paar Einweg, die können wir dann erstmal anders machen. Hier haben wir noch ein paar Einweg. Ja, die Kinder holen sich auch mal Akkus, bringen sie manchmal nicht zurück. Also kann man das Zeug wieder einsammeln. Dort haben wir noch Einweg. Also hier sind wenigstens mal ein paar Batterien aufgeräumt. Hier haben wir noch was Interessantes. Hier haben wir noch zwei 18650er, die können wir vielleicht hier reinlegen. Ja, okay, haben wir die wenigstens auch einigermaßen untergebracht. Was ist hier noch drin? Das sind noch. Ja, gut, die werden wir hier bald. Die dann bald weggebrutzelt sein mit dem Funkgerät, wenn ich das auf 12 Volt betreiben will. Und wir haben noch Knopfzellen. Die Knopfzellen hat man erledigt. Hier sind so eine dicke Fette, die brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Die würde hier reinpassen, ne? Aber ich glaube, die schicken wir lieber zurück in den Gierkreislauf. Aber lieber die hier rein, ne? Die hier weiß ich auch nicht, wo die noch hin kann. Wir machen das Zeug hochkant. Gut, dann ist halt kein Deckel drauf. Naja, das ist. Das sieht doch schon mal ein bisschen aufgewandter aus, ne? Oder mache ich lieber die hier noch mit rein? Und mache das Lithium-Ionen-Zeug woanders hin. Wird bald wahrscheinlich mehr Platz geben, sobald ich das Funkgerät vielleicht wieder mit Doppelarm betreibe. Ne? So, dann können wir von denen ein paar hier reinmachen. Dann haben wir doch möglichst alles, was Doppel-A ist. Hier drin auf jeden Fall einige davon. So, passt nicht ganz. Nehmen wir die zwei hier noch raus. Sehen anders aus. So,
noch Platz für ein paar kleine. Dann haben wir noch mal ein bisschen aufgeräumt, die behalten wir mal. Und dann sieht das doch ganz gut aus hier, oder? Wenigstens mal mit einigen dieser Batterien. Gut, Freunde. Schön aufräumen und immer ein bisschen was auf Vorrat haben. Ne? Wenn Stromausfall ist, seid ihr froh, wenn ihr auf Batterien und Akkus zurückgreifen könnt. Mahlzeit.